So, moin moin auch wieder, liebe Lüt. Heute heißt es wieder willkommen zurück auf der Franken-Map. Wieder mit dabei, natürlich, muss man ja schon sagen, die Großstall-Fachexpertin. Akazia. Und mir der Großstall noch mehr Fachexpertin, Nastus. Ja, es geht weiter. Zuletzt haben wir, glaube ich, aufgehört anzupflanzen. Das haben wir auch noch fertig gemacht, wie es sich natürlich gehört. So, und jetzt haben wir gedacht, Nina versorgt die Viecher. Sauber machen, Hintern abwischen, melken, neu füttern, solche Sachen. Meiner einer wird hier zusehen, dass er Mist aufs Feld kriegt. Und ja, dann sehen wir mal weiter, ne? Gucken wir mal, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Wie immer. Jo, auf. Wir haben den Plan. Ich nehme ein Taxi, ich muss weg. Ich brauche nämlich auch einen Frontlader, oder? Ja, besser ist. Dann holen wir auch gleich den Miststreuer mit. Und zwar, ich nehme den mal aus hier. So, zack. Dann fahren wir nämlich gleich zu Heinfidi und holen mal eben den Lütten Miststreuer. Damit wir nicht im Vollzug kommen, in Pferd zukommen, können wir auch mit denen hier gleich aufladen. So, auf wie geht's. Boah, was Alter. Hast du denn schon wieder gemacht? Kann es denn so teuer sein? Es ist ja nicht zu glauben. Tja, was soll ich dazu sagen? Mensch, ich bin doch gerade erst um die Ecke gefahren. Das kann doch nicht angehen. Verdammt, ey. Habe ich ihn echt vergessen diesmal. So, da haben wir das kleine Gut. Ja, das ist auch gleichzeitig so eine Art Test. Ich habe das Ding noch nie benutzt. Ne? Wir testen einfach mal, ne? Sind ja immer offen für was Neues. Ups. Da habe ich Gewicht abgekoppelt oder was habe ich gemacht? Was hat er hier gemacht wieder am Blödsinn? Ne. Das ist angeschlossen. Läuft. So, nehmen wir den mal eben mit. Der Plan wäre denn, ich hau den Mist darauf und sobald Nina fertig ist, schnappt die sich den Grubber. Und arbeitet den Salat mal schön rein. Da können wir das auch schon wieder anpflanzen. Und ich glaube, da hauen wir dann auch mal Mais drauf, dass wir dann einmal richtig auf die BGR bedienen können. Und dann müssen wir auch schon. Genau, und dann müssen wir, glaube ich, auch schon bald wieder Heu machen, ne? Die beiden sind, glaube ich, jetzt gehen zu Ende, ne? Ja. Noch einmal Futter fertig machen und das war's dann. Oha, ja gut, dann müssen sie lange vom Gras leben. Jetzt auch kein Beinbruch. So, hier guck mal, hier. Der kann auf die Schranke achten. Ach du Scheiße, Mann, ey. Kann er? Kann er nicht. Das gibt's doch gar nicht. Hör auf zu hupen, Mensch. Ich sehe das selber, was die Schranke im Weg ist. Verkackte Schranke. Diesmal halte ich einfach die Schnauze. Ist vielleicht besser. Oh, der MF, der brummt immer so schön. Perfekto. So, wir müssen aber mal gucken, dass wir einen anderen vorkriegen eben. Hat ja so keinen Zweck. Hm. Ah, komm nur mit den Lütten hier, ne? Den Lütten! Sag hey.
Ich bin auch schon so ein bisschen gespannt, wie er funktioniert. Also denk dran, ich habe den vorher noch nicht getestet. Das ist jetzt wirklich so, wie sagt man, live. Das kann ja nur witzig werden. Wieso das denn? Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, gut natürlich, gut meine ich natürlich. Mhm. Merkt ihr selber, die ist schon komisch, ne? Gar nicht. Aha. Huch, was war das denn? Da wenigstens, wenn was passiert bei ihr, sind wir jetzt live dabei. Passiert schon nichts. So. Ja, sie sagt ja immer, das passiert nur bei mir. Mhm. Ich denke immer, ich schütte daneben, ne? Aber passt. Ich dachte schon gerade, ich hatte ein Déjà-vu, aber stimmt. Letztes Mal haben wir hier geschaufelt, da haben wir den Mist ja zum Dingsen gebracht, hier zur Düngerproduktion. Das kann gut sein. Wir wollen ja Saatgut und so offen kriegen, also brauchen wir es gar nicht kaufen, können wir das nächste Mal da auffüllen. Das ist ja schon durchgelaufen jetzt. Welche Gabel brauche ich? Die Orange, ne? Für die Ballen, ne? Ja. Nicht noch runterschmeißen hier. Hm? Einer zwei davon. Dann war eine woanders. Versteckt, zugewachsen. Ich weiß gar nicht mehr warum. Vielleicht brauchen wir mal zwei hinten, wo wir gestapelt haben oder so. Das kann sein. Hattest du einmal gefüttert und nicht Ballen geholt oder so? Kann das sein? Oh, wer weiß. Das du, weißt ja, ne? Ja. Haben ist besser als brauchen. Ja. Als wie brauchen. Ibims. Ich sehe schon, ey, irgendwas muss doch noch passieren, ey. Ich warte schon darauf, dass der Traktor hier runterfällt. So. Dann mal los. Dann wollen wir mal testen, das Ganze. Ich bin mal gespannt, ey. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt mache. Oh, der BH. Der ist spannend. Gar nicht weit fahren. Wie macht man das denn? Fängt man jetzt einfach irgendwie an und guckt, wie es. Das ist ja. Schön, wenn man so gar keine Ahnung hat. Sehr toll. So. Rein theoretisch. Was würde uns denn hier GPS sagen? So. Neuen Kurs. Automatisiert. 6 Meter kann nicht sein. Wollen wir mal gucken? Ich reiß mal an.
sagen, machen wir ohne, ne? Wir fahren einfach los. Wir gucken uns das mal an, das Ganze. Der haut original zur Seite raus. Habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Mein erster Gedanke ist, das ist eine ganz schöne Sauerei. Das ist vor allen Dingen ungewohnt, ne? Wenn du das nicht kennst. Weil von amerikanischem Markt, ne? Und ein paar wenige hatten wir wahrscheinlich auch in Deutschland. Faszinierend. Aber jetzt, um die Spur zu halten, das müsste man mal gucken. Das ist gar nicht machbar nach einer Seite, ne? Dann müssen wir so, komm. Lass mal, machen wir ohne. Muss man so ein bisschen Pi mal Auge machen, ne? Ah, das schaffst du schon. Denke ich mal. Hoffen wir alle. Das ist schon komisch. Ich mache mir das wahrscheinlich wieder viel zu schwer gerade, aber irgendwie, ich habe gerade keine andere Idee. Das ist aber immer so, ne, wenn ich was Neues sehe, erstmal, boah, faszinierend. Das war ja wie witzig, oder? Was wart ihr? Ich will ja für was Neues immer zu haben. Muss man ein bisschen nacharbeiten. Wenn es mit GPS machen würde, das wäre jetzt ein bisschen einfacher, aber was soll's, manchmal ist es einfach so, wie es ist, ne? Dann müsste ich jetzt ja im Prinzip durch das Gemistete durchfahren. War mal jetzt ein Denkfehler, ne? Der haut ja immer nur zu einer Seite raus. Wenn er jetzt direkt nebenan, das ist ja... Oh, Schande, ich habe die Luft nicht ausreifen lassen, ne? Oder? Doch, habe ich dran gedacht. Ja, war schon raus. Das ist voll die Sauerei. Jetzt muss ich auf meinen Gemisteten fahren, um da an dem... Na, egal. Nina putzt. Na klar. Wenn die nicht sauber kriegt, ja dann. Das stinkt wieder so. Warum sehe ich sie gerade mit einer Wäscheklammer auf der Nase? Und zack. Doch, irgendwie ist das, das Gerät witzig, muss ich sagen. Ist das Gefühl als erstes mal so für mich jetzt gerade so ein bisschen umständlich, aber was anderes halt, ne? Umständlich mache ich mir das wahrscheinlich auch einfach nur selber jetzt gerade. Ich glaube, ich hätte auch die ganze Zeit einfach nur einen Kreis fahren können, ne? Wäre wahrscheinlich einfacher und sinnvoller gewesen jetzt, ne? Wenn er nur links raushaut, ich hätte jetzt die ganze Zeit ja nur, wenn er die ganze Zeit nur links raushaut, hätte ich die ganze Zeit einfach nur einen Kreis fahren können. Anstatt hin und her, wie ich es normalerweise mache. Egal. Hauptsache, die Scheiße ist drauf. Auf dem Acker.
So, leer. Nachschub. Ha. Nee, das Wichtigste, das Ding macht Spaß. So, was willst du mehr? Finde ich witzig. Da bin ich mal gespannt. Mal gucken, noch ein bisschen benutzen. So. Wieder eins von diesen Dingern, die einem zugesteckt werden. So, teste mal an, ist das was? Ist witzig auf jeden Fall. So, okay. Ja, liebe Lüd. Ich sag wieder danke fürs Zugucken. Wir müssten noch so ein bisschen weiter unfüttern. Und dann geht's nächstes Mal weiter, ne? In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Mach gut. Bis zum nächsten Mal, ne? Bye, bye.